Lektion 328. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Das, was der zweite Platz zu sein scheint, ist der erste. Denn alle Dinge, die wir wahrnehmen, stehen so lange auf dem Kopf, bis wir Gottes Stimme hören. Es scheint, dass wir nur durch unser Streben, getrennt zu sein, Autonomie gewinnen werden und dass unsere Unabhängigkeit von Gottes übriger Schöpfung die Weise ist, in der die Erlösung erlangt wird. Doch alles, was wir finden, ist nur Krankheit, Leiden und Verlust und Tod. Das ist es nicht, was unser Vater für uns will. Noch gibt es irgendeinen zweiten Willen neben seinem. Uns mit seinem zu verbinden heißt, nur unseren eigenen zu finden. Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen, um unseren Willen wieder zu erkennen. Es gibt keinen Willen außer deinem, Vater, und ich bin froh, dass nichts, was ich mir einbilde, dem widerspricht, wovon du möchtest, dass ich es sei. Es ist dein Wille, dass ich gänzlich sicher bin, ewig in Frieden. Und glücklich teile ich diesen Willen, den du, mein Vater, als Teil von mir gegeben hast. Amen. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. So sei es. Amen. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Ist doch ein komischer Satz, oder? Versteht man erstmal gar nicht. Will ich etwas gewinnen? Gibt's da was? Ich wähle den zweiten Platz. Das heißt, ich trete zurück von meinem Schlachtfeld, um den ersten Platz zu gewinnen. Was meinst du, ist der erste Platz? Mich auf Gottes Thron zu setzen? Weiter dort verweilen zu wollen? Seine Macht nur für mich in Anspruch zu nehmen, eigenwillig, so wie ich will. Ich wähle den zweiten Platz,
Ich trete zurück von meinem Eigenwillen. Um Gottes Welt in meinem Geist vollständig zu erfahren. Kind Gottes zu sein. In des Vaters Schoß. Und da ist doch immer alles am rechten Platz. Da ist doch alles vereint. Also möge ich klaren Geistes sein und diesen Satz nicht mit meinem Ego-Denksystem betrachten. Sondern die neue Sicht mit Christi Schau, mit der heiligen Sicht, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, darauf zu schauen. Es ist ja immer nur der eine, das eine gemeint. Ne? Eins in Gott. Ruhend in Gott. In seinen lieblichen Armen. Darin haben alle den ersten Platz. Alle sind in Gott, mit Gott, bei Gott. Und er in mir, in uns. Im einen. Dieses Gewinnen ist das Öffnen meines Geistes, mich nur dafür auszurichten. Meine geistige Entfaltung für Gott. Das Licht durch mich wirken zu lassen. Mich zu erhellen. Möge ich Gottes Willen geschehen lassen. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Du bist gemeint. Wie ein jeder. Das, was der zweite Platz zu sein scheint, ist der erste. Denn alle Dinge, die wir wahrnehmen, stehen so lange auf dem Kopf, bis wir auf Gottes Stimme hören. Mein Zurücktreten ist an erster Stelle sein. Das ist ja die Erinnerung an Gott, dass es noch etwas anderes geben muss, als das, was ich hier mit den Körperaugen oder über den Körper scheinbar wahrnehme. Ich muss das loslassen. Diese hartnäckige Körpererfahrung. Jetzt braucht es die geistige Erfahrung. Und deshalb ist ein jeder gerufen,
genau jetzt alles dafür zu geben, damit wir es empfangen. Es macht es uns allen so viel leichter, wenn jeder Teil von mir offenen Geistes ist, sich erhebt und sich zeigt und sich in Gottes Arme hineinbegibt. Hingabe, Vertrauen. Und solange scheint alles auf dem Kopf zu stehen. Das Ego grätscht ja scheinbar immer wieder rein und dann verstehe ich wieder nichts. Und dann zieht es mich wieder zu alten Gedanken hin. Es ist alles genau richtig. Es ist einfach nur unser Lernen und Verlernen. Das kennt ein jeder, der sich in Geistesschulung übt, in diesem Selbststudium. Immer wieder zurückzutreten, sorgfältig zu hören und zu schauen. Und wirklich sich läutern, sich reinigen lassen. Immer wieder noch. Da ploppt schon wieder was auf. Und da schon wieder. Ich übersehe noch, scheinbar sehr leicht. Macht nichts. Ich bin der glückliche Schüler. Und fühle mich eben nicht mehr schuldig für scheinbare Fehler. Ich bin hier nur der Träumer eines Traums. Habe auch keine Ahnung, wozu es dient. Aber möge es mir zum Besten dienen, für den glücklichen Traum. Bis wir auf Gottes Stimme hören. Vielleicht täusche ich mich immer wieder noch und höre gar nicht wirklich, ne? Sonst müssten ja scheinbar alte Gedanken nicht immer wieder noch mal auftauchen. Es ist alles gut so, wie es ist. Ich lerne ja zu hören, mich zu korrigieren, die Sühne anzunehmen. Und da, wie immer, geduldig zu sein. Es scheint eine Weile zu dauern, bis ich das auf neuer Ebene begriffen habe. Es ist mit dem Verstand nicht zu begreifen. Und immer wieder bin ich noch versucht, mit dem Verstand es verstehen zu wollen. Und dann sitze ich wieder in der Zwickmühle. Ne? Aus diesem Graben sich jetzt zu erheben. Diesen gespaltenen Geist, dieser Spalt, in dem ich scheinbar immer wieder noch so festhänge. Es scheint, dass wir nur durch unser Streben, getrennt zu sein, Autonomie gewinnen werden. Und dass unsere Unabhängigkeit von Gottes übriger Schöpfung die Weise ist, in der die Erlösung erlangt wird. Nichts da. Nichts geht allein. Nichts geht
durch den Ego-Willen. Ich muss Gottes Thron, den ich scheinbar durch meine Eigenmächtigkeit besetzt gehalten habe, wirklich verlassen. Und nur um zu erfahren, dass ich da keinen Verlust, keine Niederlage erfahre. Nichts passiert. Es ist wirklich diese Arroganz und Überheblichkeit, die mich da immer wieder noch in die Irre führt. Und du wirst es immer mehr scheinbar auch im Bruder sehen und hören. Und jetzt ist es an mir, mich damit nicht mehr zu identifizieren. Die neue Sicht immer konsequenter anzuwenden. Um eben nicht mehr mit Waffen auf diesem Thron zu sitzen, ne? In Schutzpanzern. Möge ich zurücktreten und nur auf Gottes Stimme hören. Sei still und wisse, ich bin Gott. Mit dem Ego kannst du nicht still sein. Es ist, wenn du da scheinbar Stille erfährst, ein schöner Schein. Ist ja immer wieder nur so punktuell, ne? Ist ja nicht von Dauer. Das ist nicht der Wille Gottes. Es braucht wirklich dieses sich erheben, ne? Dieses wirklich zurücktreten von dem, was ich dachte, was ich bin. Und keine Ahnung zu haben. Die sämtliche Ideen muss ich immer wieder fahren lassen. Doch alles, was wir finden, wenn ich mich mit meinem alten Denken weiter identifiziere, wenn ich meine, da ist im Außen was zu finden, die Erlösung ist dort irgendwo zu finden. Ja, du kennst das schon. Es ist noch Krankheit, Leid und Tod. Und sich das nicht mehr zu bestätigen. Du bist geistig gesund. Du bist Gottes Sohn. Du bist in Ruhe. Du bist seine Liebe. Dann habe ich es mir scheinbar noch nicht oft genug gesagt, gezeigt, gegeben. Und jetzt sage ich wieder, das ist nur mein Lernen und Verlernen. Möge ich mich nicht mehr schämen für scheinbare Fehler, für scheinbare Zwänge oder für scheinbare Glaubenssätze, die ich immer noch bedienen muss. Es wird sich alles wandeln. Es ist schon geschehen. Mein altes Denken, das ist doch nicht das, was der Vater für uns will.
Noch gibt es irgendeinen zweiten Willen neben seinem. Und ich glaube, dass es einen zweiten Willen gibt. Dass es diese Ego-Welt gibt. Mein altes Denken. Ich kann es förmlich sehen in mir. Die gibt es aber gar nicht. Ich träume nur. Es ist nur ein aufgeblähter Traum, der für mich so wahr erscheint. Und den jetzt ziehen zu lassen und wie eine Seifenblase zerplatzen zu sehen, das fällt mir eben scheinbar sehr schwer. Weil ja scheinbar alles daran hängt, was ich dachte, was ich bin. Und das zeigt nur, dass ich Gott nicht vertraue. Sprich, dass ich mir als den Sohn nicht vertraue. Das ist alles. Und jetzt alles dafür zu tun, damit ich dieses Vertrauen, was ja mein eigenes Vertrauen ist, zu erfahren. Uns mit dem Seinen, mit des Vaters Willen zu verbinden, heißt nur unseren eigenen Finden, unseren eigenen wahren Willen, der ja Gottes ist. Ich bin Gottes Wille. Ich spreche auch für dich, vergiss das nicht. Dieses Ich Bin sind wir alle. Es geht um die wahre Größe. Das eine Selbst, deiner wahren Identität. Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen. Ist es Gott, zu dem wir gehen müssen, zu dem wir aufblicken müssen, zu dem wir uns hinwenden müssen. Und nimm dieses Müssen nicht als Anstrengung wahr. Nach dem Motto, ich muss gar nichts. Es ist die eine Entscheidung für Gott und da klar und konsequent zu sein, beständig, immerwährend, in jedem Moment. Es ist unmöglich, dass ich jemals ohne Gott in meinem Geist bin. Ich füge mir das selber zu, wenn ich denke, jetzt bin ich mit Gott und dann geschieht irgendwas, wo ich im Groll bin. Und dann bin ich nicht in Gott. Unmöglich. Ich bin immer in Gott. Ich habe mich nur wieder selbst in Versuchung geführt. Ich wollte wieder versuchen, den Thron zu besteigen. Aber mit dem Ego im Nacken hänge ich irgendwie immer noch in der Kacke herum. Also, und das bleiben zu lassen, das bindet mich. Da ist nichts. Es braucht aber die Erfahrung im Miteinander, damit ich wirklich Sicherheit und Vertrauen erfahre.
Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen, um unseren Willen wieder zu erkennen. Nur um zu bemerken, hey, ich bin doch zu Hause. Ich bin in Gott. Das ist alles da. Ich bin super versorgt. Rundum. Es gibt nichts zu fürchten. Ich ruhe total in seinem Frieden. Und das erinnerst du, wenn du nur auf seine Stimme hörst. Und dafür offen zu sein, zu bleiben. Aufrichtig sein im wahrsten Sinne des Wortes. Ehrlich zu sein. Ehrlich mit sich selbst zu sein. Und sich über kein Urteil, was du über dich gefällt hast, mehr zu schrecken. Es nur zu bemerken, okay, da ist noch ein Urteil. Da verletze ich mich noch selbst oder was auch immer. Heiliger Geist, Gott Vater, Jesus, ich bitte um Hilfe. Ich bitte um Hilfe. Ich heiße dich immer jetzt willkommen, damit ich dies anders sehen möge. Und ich mit dir bleibe, weil ich mit dir bin. Ganz und gar. In Gott bin ich vollkommen willkommen. Na klar. Ich kann nichts anderes denken mit Gott in meinem Geist. Und nur das will auch gegeben werden. Vater, es gibt keinen Willen außer dem deinen, der auch meiner ist. Wir sind so vereint, so tief liebend und geliebt. Im Grunde wie ewiges Verliebtsein. Immerwährende Flitterwochen auf der zeitlichen Ebene gesehen. Eine einzige Liebe. Und das spiegelt der Wille Gottes wider, der meiner ist. Und jetzt diesen Liebesdienst, Gottesdienst zu geben, im Dienste Gottes unterwegs zu sein. Die Liebe, diesen Frieden, das Vertrauen einfach zu geben, überall hin. Das kann nicht schwer sein.
Und ich bin froh, dass nichts, was ich mir einbilde, dem widerspricht, wovon du, Vater, möchtest, dass ich es sei. Denn Gott kann es keinen Widerspruch geben. Keine Widerworte. Nur wiedererkennen, wiedererinnern, wiedererwachen. Ganz da sein. Es ist dein Wille, dass ich gänzlich sicher bin, ewig in Frieden. Gänzlich sicher. Und das mit Gott zu fühlen, zu erfahren, das ist Geistesschulung. Es hat nichts mit dieser Ebene hier zu tun. Und deshalb ist es ja immer so wichtig, in Anführungsstrichen, dass ich das klar habe. Meine Körperaugen täuschen, meine Körperohren täuschen. Dass diese Ebenenverwechslung eben nicht mehr stattfindet. Und da braucht es scheinbar viel Sicherheit, Gewissheit, Klarheit, Ehrlichkeit, Geduld, geistige Offenheit. Die Eigenschaften der Lehrer Gottes, ne? Sanftmut, Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Toleranz. Naja. Und glücklich teile ich diesen Willen, den du, mein Vater, als Teil von mir gegeben hast. Und glücklich. Alles dafür zu geben, damit ich einen glücklichen Traum erfahre. Du bist der glückliche Schüler. Es ist immer der glückliche Moment. Er ist mir immer gegeben. Der heilige Augenblick ist immer gegeben. Es ist immer wieder nur mein altes Denken, was versprengte Ziele verursacht. Und dann gucke ich immer wieder noch im Außen. Ne? Dahin, dorthin, da noch, das noch. Und vergesse scheinbar schnell noch Gott in meinem Geist. Es kommt immer stärker. Sei gewiss, sei zuversichtlich. Deswegen sage ich immer wieder, geh weiter. Geh weiter, geh weiter. Wir lernen darüber hinaus zu gehen. Wir lernen, was es heißt, in Gott oder mit Gott glücklich zu sein. Ich habe das hier nicht auf der niederen Ebene, weiß ich das nicht wirklich. Habe ich das nie wirklich erfahren. Aber jetzt will ich es
Wissen im geistigen Sinne. Ich will es erfahren. Also muss ich aufstehen, auferstehen. Und eben nicht weiter da unten irgendwo suchen, weil da nichts zu finden ist. Auch wenn ich mich immer wieder noch scheinbar vertüttel. Ja, immer wieder neu. Okay, jetzt sehe ich es wieder. Ich will glücklich sein. Gott will nur, dass du glücklich bist. Gott will nicht, dass du leidest. Gott will, dass du glücklich bist. Also sei es. Meine stille Liebe. Mächtiger Gefährte. Sieh, wie mächtig du bist. Sieh deine Funktion, die du hast. Dein Auftauchen hilft einem jeden, weil jeder Teil von dir ist. Na wunderbar. Also, go for it. Go for God. Und ich sage einfach Amen. Okay, ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Das, was der zweite Platz zu sein scheint, ist der erste, denn alle Dinge, die wir wahrnehmen, stehen so lange auf dem Kopf, bis wir auf Gottes Stimme hören. Es scheint, dass wir nur durch unser Streben, getrennt zu sein, Autonomie gewinnen werden und dass unsere Unabhängigkeit von Gottes übriger Schöpfung die Weise ist, in der die Erlösung erlangt wird. Doch alles, was wir finden, ist nur Krankheit, Leiden und Verlust und Tod. Das ist es nicht, was unser Vater für uns will. Noch gibt es irgendeinen zweiten Willen neben seinem. Uns mit dem Seinen zu verbinden, heißt nur unseren eigenen Finden. Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen, um unseren Willen wiederzuerkennen.
Es gibt keinen Willen außer dem deinen. Und ich bin froh, dass nichts, was ich mir einbilde, dem widerspricht, wovon du möchtest, dass ich es sei. Es ist dein Wille, dass ich gänzlich sicher bin, ewig in Frieden. Und glücklich teile ich diesen Willen mit dir, den du, mein Vater, als Teil von mir gegeben hast. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Amen. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Das, was der zweite Platz zu sein scheint, ist der erste, denn alle Dinge, die wir wahrnehmen, stehen so lange auf dem Kopf, bis wir auf Gottes Stimme hören. Es scheint, dass wir nur durch unser Streben, getrennt zu sein, Autonomie gewinnen werden, dass unsere Unabhängigkeit von Gott, des übriger Schöpfung, die Weise ist, in der die Erlösung erlangt wird. Doch alles, was wir finden, ist nur Krankheit, Leiden und Verlust und Tod. Das ist es nicht, was unser Vater für uns will. Noch gibt es irgendeinen zweiten Willen neben seinem. Uns mit dem Seinen zu verbinden, heißt nur, unsere eigenen zu finden. Und da unser Wille seiner ist, ist er es, zu dem wir gehen müssen, um unseren Willen wiederzuerkennen. Es gibt keinen Willen außer dem deinen. Und ich bin froh, dass nichts, was ich mir einbilde, dem widerspricht, wovon du möchtest, dass ich es sei. Es ist dein Wille, dass ich gänzlich sicher bin, ewig in Frieden. Und glücklich teile ich diesen Willen, den du, mein Vater, als Teil von mir gegeben hast. Ich wähle den zweiten Platz, um den ersten zu gewinnen. Amen.
Ja, danke Vater, danke Gott immer wieder für diese Heilung, für dieses mächtige Sein hier und jetzt, für die heilige Begegnung. Danke dir, der Dank gebührt dir doch ebenso. Sei so dankbar für das, was du jetzt neu lernen darfst, was dir gegeben ist, für das Licht. Du mein Lichtbruder bist, mein Lichtgefährte, mein Leuchtbohier. Und alles vereinigt sich. Ja, wunderbar. Danke, 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 danke. Mit Gottes herrlichen Segen. Bis gleich, in jedem Moment.